Diese wahnsinnig leckeren Plätzchen aus butterigem Mürbeteig, Toffifee und zarter Baiserhaube sind ein absolutes Muss zur Weihnachtszeit. Sie sind recht schnell zubereitet und ganz einfach gemacht. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Mürbeteig braucht ihr Mehl, Vanillezucker, Eigelb, Salz, Wasser, Zucker und Butter. Und für die Baisermasse Eiweiß, Zucker, Zitronensaft und Salz. Gefüllt werden die Leckerbissen mit Toffifee oder anderen Pralinen, die ihr gerne mögt. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Wir starten mit der Zubereitung des Mürbeteiges. Dazu werden erst Mehl, Zucker, Salz und Vanillezucker vermischt und anschließend einfach mit dem Eigelb, der Butter und dem Wasser verknetet. In Frischhaltefolie eingewickelt sollte der Mürbeteig eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nach dieser Zeit kann er dann dünn ausgerollt und beliebig ausgestochen werden. Die Mürbeteigplätzchen legt ihr danach, am besten mit etwas Abstand, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Darauf könnt ihr dann schon mal die Toffifees legen, am besten mit der Schokoseite nach unten. Für die Baisermasse wird das Eiweiß mit dem Salz kurzschaumig aufgeschlagen und dann Zucker und Zitronensaft dazugegeben. Die Baisermasse sollte dann so lange schlagen, bis ihr keine Zuckerkristalle in der Masse spürt, wenn ihr sie zwischen euren Fingern verreibt. Beim Aufschlagen von Eiweiß solltet ihr auch grundsätzlich darauf achten, dass Schüssel und Schneebesen absolut fettfrei sind. Sonst wird das Eiweiß nicht steif. Anschließend kann die Baisermasse in einen Spritzbeutel mit Sternhülle gefüllt und auf den vorbereiteten Mürbeteigplätzchen verteilt werden. Danach werden sie bei 170 Grad Ober-Unterhitze für 15 bis 20 Minuten gebacken. Und so sehen die kleinen Leckerbissen dann nach dem Backen aus. Wenn sie abgekühlt sind, könnt ihr sie noch mit etwas Schokolade dekorieren. Diese Weihnachtsplätzchen sind wirklich oberlecker. Unbedingt ausprobieren! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.